Ja, moin moin, mein Lieber. Und herzlich willkommen zurück in unserem Garten. Wir befinden uns hier in unserer 80x80 Growbox, in unserem Hydro-Experiment. Wenn du neu dabei bist, wir haben hier zwei Hydro-Buckets von Spider Farmer und haben vor ganz genau 14 Tagen die beiden Keimlinge hier eingesetzt. Und so sieht es jetzt aus. Wir hatten ganz am Anfang, speziell bei dieser Pflanze hier, nehmt euch da mal mit rein, Probleme mit Salzablagerung auf den ersten Blättern. Und das kann man hier noch ganz gut sehen. Das hat sich zum Glück relativ schnell eingependelt, als die Pflanzen groß genug waren, um über diesen Tropfring hinauszuwachsen. Seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Insgesamt muss ich sagen, entwickelt sich das deutlich besser, als ich persönlich das erwartet habe. Ich bin ja ein absoluter Hydro-Noob. Und ich muss sagen, bis hierhin bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch die Wurzeln der Pflanzen haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir können da ja gleich mal reingucken, wenn ihr wollt. Gucken wir erstmal hier rein. Ja. Zumindest sind sie schon mal unten im Reservoir. Und es hat sich ordentlich Wurzelmasse hier schon gebildet. Genauso stellen wir uns das vor. Und hier ist es natürlich genauso. Die Pflanzen haben auch schon eine ganze Menge von der Nährlösung getrunken. Also die war ja am Anfang bis dicht unter dem Pott. Und jetzt fehlen, wenn man da so reinguckt, ja, 2-3 Finger breit auf jeden Fall schon. Also ich würde schätzen, jeweils so 2 Liter werden die wohl schon getrunken haben. Zum generellen Setup hier mal ein paar Fragen an die Hydro-Experten in der Community. Wie macht ihr das mit eurer Pumpe? Also ich habe die jetzt so eingestellt, dass die 10 Minuten läuft und 10 Minuten aus ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Einstellung ist. Habt ihr sie länger laufen? Kann man die auch mal länger auslassen? Vermutlich eher nicht, ne? Generell haben wir hier ein bisschen was am Setup verändert. Seit unserem letzten Grow, wir sind inzwischen mit einer 300 Watt Lampe von Spider Farmer unterwegs. Und wie ihr auch schon gesehen habt, mit den Hydro Buckets von Spider Farmer, die wirklich gut funktionieren. Darüber hinaus habe ich mir eine Grow Genius smarte Steckdose gegönnt, mit der man alle Geräte, die man da so anschließen kann, unter anderem hier den Ventilator und die Hydro Buckets und die Lampe, zum Beispiel auch einen Luftentfeuchter könnte man da dran hängen. Die kann man dann per App steuern. Und ich habe mir mein System hier so eingestellt, dass die Lampe, wie gesagt, 18 Stunden läuft auf 30%. Das sind ungefähr 100 Watt hier. Wir erreichen hier über den Pflanzen im Moment so ungefähr 30 DLI. Das sollte hinhauen. Und ja, Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen niedrig im Moment. Ich habe heute den ganzen Tag gelüftet, weil es hier bei uns relativ warm war. Auch die Temperatur ist für meinen Geschmack irgendwie ein bisschen hoch. Aber bisher habe ich noch keine Probleme mit den Wurzeln gehabt. Es gibt ja Leute, die sagen, die Temperatur des Wassers sollte nicht zu hoch sein. Aber wir können ja gleich mal unser pH-Meter da reinhängen und mal gucken, wie das da aussieht. Im Moment läuft das aber ganz gut. Vielen Dank übrigens für die Tipps aus der Community. Ich habe den Namen leider vergessen. Einer von euch hat mir den Tipp gegeben. Budi, gönn dir H2O2, wenn du Hydro machst, und hau da immer ein bisschen mit rein in die Buckets. Genau das habe ich gemacht. Ich bin mir mit der Dosierung nur nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt erstmal 10 Milliliter je Bucket gemacht. Ist wahrscheinlich eher prophylaktisch. Wie viel gehört da rein? Könnt ihr mir da mal sagen, was man da so ungefähr nimmt? Also das Ziel ist ja, dass man das da reinmacht, wenn ich das richtig verstanden habe, um mehr Sauerstoff da reinzubringen und zu verhindern, dass die Wurzeln anfangen zu schimmeln. Habt ihr damit Erfahrung gemacht schon? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und falls du auch neu dabei bist, diese Pflanzen, die hier growen, das ist unser eigener Strain, oder eigener Strain ist ein bisschen übertrieben, aber das sind die Samen aus unserem letzten Vlog. Wir haben eine Malawi und eine Melonade Runs miteinander gekreuzt, die haben Babys gemacht.
Und das sind die ersten beiden Babys, die wir hier ausgrown. Wenn man sich die Pflanze mal ein bisschen näher betrachtet, fällt auch, dass die ersten beiden Fächerblätterpaare jeweils nur drei Finger haben. Bei der hier ist mir aufgefallen, hier auf der vierten Internodie ist das hier, glaube ich, haben wir eine kleine Mutation. Ihr seht, dass hier unten nur ein Finger ist und der zweite hier fehlt. Genau wie hier drüben. Da hat sie auch nur einen Finger zu wenig, oder da hat sie auch einen Finger zu wenig, beziehungsweise dieser Finger hier ist mit diesem Blatt hier zusammengewachsen. Die nächsten Blätter sehen aber wieder normal aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Tritt auch nur bei dieser auf und nicht bei dieser. Ich bin insgesamt gespannt, wie das wird, was sich hier durchsetzt. Eher der sativa-lastige Phänotyp von der Malawi oder eher die Indica. Wir haben ja hier von der Höhe nur 1,60 Meter und müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt. Tendenziell wächst diese Pflanze hier ein bisschen schneller und robuster wie diese hier. Das war von Anfang an so. Die ist früher gekeimt und ist auch früher aus ihrem Schwamm rausgewachsen und hatte sich auch fester verwurzelt wie die hier. Ja, also was soll ich groß sagen, Jungs? Ich bin bisher mehr als zufrieden mit dem Ergebnis hier soweit. Das Wasser habe ich bisher noch nicht getauscht. Das ist jetzt 2 Wochen alt. Ach ja, pH und IC wollten wir noch messen. Seht ihr, ich laber schon wieder zu viel, verliere schon wieder den Faden. Einen Augenblick. So, dann lasst uns mal den pH und den EC messen. Ja, wie gesagt, Wasser habe ich noch nicht getauscht. Bisher sehe ich auch noch keinen Grund, dass ich das tun sollte, weil die Pflanze sieht noch relativ vital aus. Sie sieht nicht so aus, als ob sie irgendwelche Mangelerscheinungen hätte. Oder findet ihr, dass die irgendwie so aussehen, als ob die einen Mangel hätten? Nö, ne? Ja, und meine Nährlösung sieht eigentlich auch noch recht stabil aus. pH ist auch noch okay. Also von daher, ich weiß, normalerweise sagen die Hydro-Experten einmal die Woche. Habt ihr Erfahrung mit Hydro? Wie oft tauscht ihr das Wasser? Tauscht ihr das überhaupt? Wie oft tauscht man das in der Regel? Meint ihr, das geht gut, wenn ich hier noch eine Woche weiter die gleiche Lösung fahre? Ich meine, die ist jetzt hier 2 Wochen drin. Ich habe, wie gesagt, H2O2, was wir dazugeben können. Was meint ihr? Ja, auch hier sind wir mehr oder weniger im grünen Bereich, würde ich sagen. 5,8. Wassertemperatur ist auch nicht zu hoch im Moment. Schon grenzwertig, aber das sollte noch gehen. Toppen möchte ich die Damen ehrlich gesagt noch nicht, dafür sind sie mir noch ein bisschen klein. Aber ich denke, so in 1 bis 2 Wochen können wir schon mal über einen Topping nachdenken. Worüber ich mir ehrlich gesagt überhaupt noch keine Gedanken gemacht habe bei Hydro ist, wie mache ich denn das mit dem Trainieren hier? Netz einspannen oder Low-Stress-Training an den Töpfen ist irgendwie ein bisschen schwer. Ich kann meine alte Methode hier nicht so richtig anwenden mit den Haken und mit dem Runterbiegen und Festhalten am Boden. Und ein Netz möchte ich hier ehrlich gesagt auch nicht einziehen, weil ich muss ja das Wasser in dem Reservoir wechseln. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor mit dem Netz. Also auch hier wieder eine Frage an die Hydro-Experten unter euch. Wie macht ihr denn das mit dem Training, Low-Stress-Training bei euren Pflanzen in Hydro? Und wie macht ihr das, wenn ihr das Wasser wechseln müsst? Ich habe mir überlegt, ob ich mir eine Pumpe hole, so eine Aquariumpumpe, dass ich das Wasser denn hier rauspumpen kann. Aber ich stelle mir das schon ein bisschen komplizierter vor, speziell wenn die Pflanzen größer werden. Also noch scheint das ja zu gehen. Noch kann man den Deckel da hochnehmen, aber wenn die nachher erstmal, ja, ihr wisst schon, ein bisschen größer ist, dann wird es, glaube ich, kritisch.